Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, besser Zeitung, herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zum Baustellensimulator, besser gesagt zum Bausimulator hier auf dem PC, aber auch natürlich für eure Konsolen. Und wir haben endlich, ja, unseren eigenen Betrieb bekommen. Das ist das Coole hier. Also wir haben jetzt quasi von Harpe einen Betrieb bekommen, wo eigentlich nichts los ist. Harpe geht in Rente und sagt, er hat sein Leben lang quasi hart gearbeitet, was er wahrscheinlich auch gemacht hat, aber irgendwie kam nicht viel dabei raus, außer ein Bagger und der Pritschenwagen, wo ich das Gefühl habe, den haben wir eigentlich mitgenommen. Nee, aber wir legen mal los, die Karriere, es geht los. Wir werden diese Stadt hier in Amerika, so schön es geht, ausbauen. Und dafür haben wir natürlich verschiedenste Jobs, zum Beispiel Kampagnen. Das war unser schlafendes Nest gewesen. Wir können später neue Sachen freischalten, aber erst einmal müssen wir hierzu Aufträge. Zum Beispiel Grundstücksschließung. Das machen wir zum Beispiel. Geschätzter Gewinn 100.000, Bauabschnitte 5. Wir haben aber auch noch Gewerbegebäude und Parkplatz. Wir haben auch später aktive Jobs. Letzter Job. Eigentlich auch die Möglichkeit, hier bei Kampagnen natürlich auch neue Sachen freizuhalten. Öffnungskampagne ab. Okay, alles klar. Auswählen. Die haben wir ja alle abgeschlossen. Expansion. Besitze drei Baumaschinen. Okay, alles klar. Warte mal. Besitze drei Baumaschinen und kaufe das zweite Firmengelände in der Ausbaustufe, um den Auftrag anzunehmen. Sehr gut. Das müssen wir also erstmal machen. Erst einmal also quasi drei Baumaschinen. Wie viele habe ich denn? Das ist ja eine gute Frage. Das können wir uns auch angucken. Hier bei Firma und bei Fuhrpark. Wir haben insgesamt drei Stück. Und das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt gehen wir mal zur Karte und wir gehen jetzt einfach mal hier zum Fahrzeughandel. Den können wir zum einen hier mit Schnellreise uns angucken. Wir können auch einfach betreten und uns was Neues kaufen. Zum Beispiel könnten wir uns jetzt hier kaufen, eine Erdbauweize brauchen wir immer, Asphaltweize brauchen wir auch eigentlich immer. Wir haben einen kleinen Bagger, wir nehmen uns mal so einen Asphaltweize. Die kaufen wir uns jetzt einfach mal. Jo, sehr gut. So, jetzt haben wir die Ausbaustufe erfüllt. Das heißt, für uns jetzt können wir in Sachen Jobskampagnen die nächste freischalten. Dafür müssen wir mal ganz kurz hier zur Ausbaustufe gehen. Umzug in größeres Firmengelände. Das müssen wir uns kaufen. Können wir uns natürlich aktuell, glaube ich, jetzt nicht leisten. Können wir uns leisten, kaufen? Ah, reicht gerade nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Kaufe Firmengelände 2, Auftrag Expansion. Okay, sehr gut. Das heißt, jetzt in der Folge machen wir mal den ersten Auftrag. Und ich würde mal sagen, Gewerbegebäude sieht irgendwie sehr interessant aus. Daraus was zu errichten, das sind wenige Bauschritte. Ihr könnt das Ganze gestalten, wie ihr gerne wollt. Wir haben hier einmal Wandbau, Deckenbau und unten hier auch nochmal irgendwie was mit Deckenbau. Ihr könnt die Länge des Auftrags bestimmen. Entweder, sagen wir mal, Auftragsumfang niedrig, mittel oder hoch. Ihr kriegt eigentlich normalerweise mehr Geld dafür. Wir nehmen einfach mal die 100.000. Achso, oh, warte mal, habe ich schon... haben wir nicht gemacht? Nee. Wir müssen mal kurz gucken. Ändert sich hier was? Nee, hier ändert sich eigentlich komischerweise nichts. Okay, dann machen wir einfach mal auf Mittel. Und dann haben wir den Auftrag angenommen. Jetzt wird der uns bestimmt auf der Karte angezeigt, wo wir dafür hin müssen. So, wir brauchen einen Multi-Auflieger. Das ist das, was wir jetzt hier erstmal brauchen. Dafür gehen wir mal hier hin. Wir können ihn jetzt aber von hier aus schon mal mieten. Wir brauchen dafür natürlich zwei Sachen. Wir brauchen zum einen natürlich diesen Auflieger. Wir brauchen aber natürlich auch einen LKW. Den holen wir uns mal hier. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil ihr wisst ja, ich bin hier mit einem Lenkrad unterwegs. Deswegen habe ich mir auch die PC-Version geholt, weil ich unbedingt mit einem Lenkrad spielen wollte. Ich würde mal sagen, boah, Oldschool oder Newschool? Zugmaschine? Ach komm, wir mieten uns den mal hier an. Der steht denn da bereit und dann mieten wir uns gleichzeitig auch mal... Ach guck mal, jetzt haben wir noch mehr gehabt. Na gut, egal. Noch einen neuen Auflieger. Da brauchen wir im besten Fall einen Multi-Auflieger. Den brauchen wir hier. Holen wir uns auch mal. Sehr gut. Jetzt können wir entweder mit unserem Pritschenwagen hier hinfahren. Ihr könnt aber auch eine Schnellreise machen. Also ihr könnt hier quasi überall hinreisen. Das machen wir auch mal, weil die gemieteten Sachen stehen ja da jetzt bereit. So, da sind wir auch schon. Nachricht von Harpe. Oberhalb des Damms soll ein neuer Souvenirshop entstehen. Ja gut, das haben wir jetzt gerade angenommen, Harpe. Ist in Ordnung. So, steig in deine Zugmaschine. Wir haben uns ja jetzt auch den hier schon gekauft. Den brauchen wir erstmal nicht. Aber hier, die haben wir uns angemietet. Da steigen wir jetzt auch mal ein. Ach, herrlich. So, ein Augenblick. Ich muss mal kurz gucken, wo war hier was gewesen. Ist mal geil. Ey, es war scheiße. Wenn man wieder so viele Spiele auf einmal hier spielt... nee.
Kamera. Ah, warte mal, hier. Jetzt haben wir es. Ich will nämlich die Innenperspektive haben. Oh, schön. Okay. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. So. Ich mal kurz mal rausgucken. Den müssen wir nämlich jetzt hier einmal anbringen. Und ein bisschen. So, ankoppeln. Sehr gut. Kurz mal aussteigen, denn wir haben hier so einen kleinen Hammer. Oh Gott. Wir waren es hier. Ah, hier war Ren. Jo. So, und ihr seht es ja oben links, da steht alles minutiös, was ihr machen sollt. Wir haben jetzt angekoppelt, Materialflieger ankoppeln. Haben wir gemacht, okay. Begib dich zum markierten Ort im Materialtransport. Das können wir uns mal angucken. Der, Verzeihung, weg ab und zu irgendwie jemand falsch bin, der befindet sich einmal sehr weit weg. Da fahren wir aber auch mal hin. Ah, herrlich. So. Fahren wir schnell rüber hier. Ach, schön. Das mag ich halt in dem Bausimulator jetzt hier auf dem PC, dass ich natürlich jetzt hier selber auch so schön fahren kann. Geil. So, jetzt müssen wir hier einmal rechts abbiegen. Mal kurz mal gucken, okay. Das haben wir halt, wie gesagt, ein kleines Stück vor uns. Ja, vorsichtig. Oh, da komme ich gar nicht rum. Ach, das ist schön. Ist jetzt natürlich jetzt nicht perfekt. Man sieht es an den Händen so ein bisschen, aber trotzdem, es macht halt einfach Spaß. Warte, ich muss mal kurz hier die Maus wegpacken. Ist grad, jetzt habe ich so viele Eingabegeräte hier. Controller, Lenkrad, Maus und Tastatur. Supi. So. Oh. Das war knapp gewesen. Eieieiei. Ja, man muss auch vielleicht ein bisschen bedenken, dass man LKW hat. Ich bin ein Idiot, ey. So, 2,5 Kilometer haben wir noch. Welcome to the USA. Oh, von links kommt keiner. Lass mal gucken, wie weit wir hier einlenken können. Nee, und wie gesagt, das Coole ist halt wirklich an dem Spiel, dass sie halt wirklich diese Welt mit aufbaut. Das ist halt cool. Deswegen wollte ich unbedingt diesen Souvenirshop oder was auch immer es ist, aufbauen. Ja. Gut, es ist gerade rot, okay. Mit aufbauen, weil es sieht halt irgendwie vom Gebäude her wirklich sehr, sehr cool aus. Es ist umfangreich, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken. Das kann halt auch mitunter wirklich lange dauern, bis ihr was aufbaut. Manchmal 30 Minuten. Natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel alles jetzt hier nachfahrt, kann es auch eine Stunde bis 2 Stunden, manchmal auch länger gehen, bis ihr erstmal so ein Gebäude aufgebaut habt. Aber das müsst ihr selber entscheiden, auch gerade vom Aufwand her. Ihr habt ja niedrig, mittel oder hoch. Könnt ihr euch selber auch noch ein bisschen einstellen, wie aufwendig soll es sein. Da werden manche Dinge halt so ein bisschen übersprungen. Ihr könnt generell auch Aufträge überspringen oder Aktionen überspringen, wenn ihr zum Beispiel irgendwas legen müsst. Da ist aber das Problem. Es hat er mir aber gezeigt, dass ich links fahren soll. Macht das denn hier Sinn? Ja, fahren wir einfach hier lang. Sowieso gerade rot. Da werdet ihr aber dann auch Geld verlieren, wenn ihr irgendwelche Sachen überspringt. Das müsst ihr halt versuchen, immer so ein bisschen zu bedenken.
Ja, aber ansonsten, mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Ich finde es auf der Konsole immer wieder ein bisschen schöner, weil es von Hause aus immer gleich, egal welchen PC habt, ihr halt einfach angenehmer läuft. Aber wie gesagt, auf der Konsole bin ich der Meinung, ich kann es gerne nochmal ausprobieren. Ich habe das Spiel ja, läuft es immer noch nicht mit dem Lenkrad. Irgendwie haben sie den Support nicht gemacht. Aber ich kann trotz all dem mal sehr gerne schauen. Gut, wir haben immer noch Rot hier. Wir haben Zeit. Wir haben alle rot gerade, hier fällt mir gerade auf. Komm, ich hab nicht genug Zeit. Oh, der bremst aber ordentlich ab, ey. Rasen hier ein bisschen rum. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt's hier ja eigentlich auch gar nicht. Und wie gesagt, wir vom Bau, wir sind halt ein bisschen schneller unterwegs. Ihr wollt ja auch, dass euer Haus schneller gebaut wird. Also von daher, lasst uns hier ruhig ein bisschen rumrasen. Ah, Stoppschild, die halten sowieso. Haben wir alle ein Stoppschild? Warte mal, haben wir alle ein Stoppschild? Jo. Wir haben alle ein Stoppschild. Das ist ja süß. Ich wundere mich gerade, ich habe Stopp, alle halten aber, wenn wir alle ein Stoppschild bekommen haben. Oh, haben wir erschreckt. Regelverstoß. Boah. Ja, mein Gott. Ja, geht aber aufs Geld, war, wenn wir erstmal über Rot fahren. Aber wir machen ja gleich 100.000. Witchy Witch. Eieiei. Alter, wie kompliziert wirst du ein. Ah, ich wollte gerade sagen. Eine Straße machen. So, da vorne haben wir es auch schon. Ich wollte mit euch einfach mal gemeinsam da mit dem LKW mal hinfahren. Achtung, Achtung, auch gleich gerade zu durch. Einfach hier durchgerast. So, hier sind wir auch schon. Jetzt Fertigwände sollen wir kaufen. Wie gesagt, das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Wir müssen einmal hier so halten. Kriegen wir auch hin. Besonders, weil wir uns ja auch so schön hier umgucken können. Ah, so. Sehr schön. So, betritt die Fertigwandfabrik und kaufe die Fertigwände. Na, sehr gerne doch. Ich würde in der Folge aber jetzt auch nicht alles an Missionen machen. Ich würde das gerne in zwei Folgen aufteilen. Zum einen muss ich selber auch bald zur Arbeit. Und ich würde aber ganz gerne die Fertigwände schon mal inbringen, dass wir vielleicht den ersten Bereich ein bisschen machen. So, ja, Gesamtkosten, ja, gerne. Einmal kaufen. So, Paket laden. Sehr schön. Einzelpakete. Okay. Haben wir jetzt alles, wa? Gut. Fertigwaren kaufen haben wir gemacht. Baustoffpfanne sollen wir auch noch. Wie gesagt, die Wände sind jetzt hier aufgeladen. Sag mal 3 Kilometer. Da können wir gerne aber mal Folgendes machen. Ich will es euch auch ein bisschen zeigen. Wie gesagt, ihr könnt auch Schnellreise machen. Gerade weil wir den Weg jetzt sowieso gefahren sind. Da können wir jetzt Schnellreise machen. Und wir reisen mit unserem gesamten LKW. Das ist halt schon das Coole. Man hätte vielleicht auch sagen können, ich bin mal gespannt, wo es jetzt gleich hingeht. Wahrscheinlich ist die Baustelle aber gleich hier in der Nähe. So, Baumaterialien kaufen. Die könnt ihr entweder, wenn ihr aussteigt, oder aber auch auf der Karte kaufen, genauso wie bei den Autos. Da könnt ihr jetzt einmal betreten. Wir betreten aber den mal so separat. Und den könnt ihr für Geld aufladen lassen oder ihr macht es halt selber. Jo, hier wird euch dann mal angezeigt, was ihr braucht. Wir brauchen hier zum Beispiel Deckenelemente zweimal. Dafür einmal hinzufügen. Und dann brauchen wir hier noch einmal Bewehrungsgitter. Einmal. Das war es eigentlich auch schon gewesen. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir zur Kasse.
Jo. Und in Lieferung an Hof automatisch war automatisch beladen. Automatisch beladen. Zack. Gut. Sollen wir mal gucken. Haben wir gekauft. So, und die liefern jetzt, ihr seht es ja, die sind schon aufgeladen, sehr gut. Ihr könnt die aber, wie gesagt, selber, wenn ihr einen Pritschenwagen habt und der Mutter am Weg seid, könnt ihr es selber aufladen. Also ihr könnt hier im Endeffekt intensiv alles machen, was ihr im Endeffekt wollt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo müssen wir jetzt hin? Ach, nur dahin, da fahren wir natürlich hin. Okay, der macht natürlich Sinn, dass wir jetzt diese kleinen Umwege gefahren sind. Eieieiei. So. Major. Sollen wir ein bisschen aufpassen? Ah, will er nicht. Dachte, den können wir aber, nach dem kleinen SUV hier. SUV ist es nicht. Sah nur so ein bisschen so aus. Ah, Vorsicht! LKW, der schwenkt aus. Ja, genau. Mach's mir ein bisschen enger. Auch nett. Gut, jetzt fahren wir an die Baustelle. Und da werden wir dann die ersten Wände einfach mal ziehen. Oder zumindest mal gucken, was wir hier brauchen. Ich glaube, eigentlich müssen wir wahrscheinlich auch... Na gut, Fundament hat jetzt nichts davon, sondern eigentlich nur Bauabschnitt. Wandbau. Kann nämlich sein, dass schon, ich sag mal, eine externe Firma schon Fundament und so alles gegossen hat. Also Erde ausgehoben hat, Fundament gegossen hat. Da, wo jetzt die Wandanbauten herankommen. Einmal hier rein. Oh, dann müssen wir gleich hier links rein. So, da müssen wir es nämlich anbauen. Sieht man vielleicht so ein bisschen? Da. Ah, schnell mal rüber. Gut, sehr schön. Genau, zum Platzieren der Baumrolle kannst du einen Kran verwenden. Krane dürfen nur auf Kranplätzen aufgebaut werden. Ja, sehr schön. Das können wir nämlich jetzt folgendermaßen machen. Erstmal gehen wir jetzt mal kurz hier in den Außenbereich. Jetzt steigen wir mal aus. Und ihr seht ja, die Baumaterialien, die müssen ja jetzt hier platziert werden. Da könnt ihr jetzt folgendes machen. Ihr geht jetzt wieder auf eure Karte und ihr springt jetzt einfach mal Firmengelände. Das müssten wir eigentlich sein. Genau, das ist unser Firmengelände, was Harpe uns vererbt hat. Und wo ist mein Pritschenwagen? Der war da hinten, glaube ich, gewesen. Und dann müssen wir unseren Pritschenwagen holen. Oder ihr leiht euch halt einen Kran aus. Das könnt ihr auch machen. Aber der Pritschenwagen hat ja von Hause aus schon einen Kran. Und damit fahrt ihr, oder könnt ihr natürlich auch so gleich zur Baustelle springen. Wir machen uns natürlich ein bisschen einfacher. Wir springen hier gleich zur Baustelle. So, da sind wir auch schon. Jetzt platzieren wir uns mal so ein bisschen, dass wir das Ganze hier einmal abtransportieren können. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist ja folgendermaßen. Wir können mal ganz kurz hier ein bisschen stehen bleiben. Ihr könntet gucken, ob ihr es schafft, mit dem LKW hier reinzufahren. Das müsste eigentlich rein theoretisch gesehen auch gut klappen. Ach so, wir sollen den Kran aufstellen, oder? Nee, wir können. Ja, komm, wir gehen mal lieber das durch, was der uns vielleicht hier anredet, weil da ist ja die Markierung. Ihr habt die Kranstelle und da könnt ihr zum Beispiel Kranplatz, ja, zum Beispiel hier zum Handel hingehen, dann könnt ihr euch jetzt hier einen mieten. Gut, den Pritschenwagen brauchen wir eh wahrscheinlich. Ja. Okay. So, jetzt einmal hier nochmal, zack. Jetzt haben wir zwei bestellt. Das war natürlich helle gewesen, aber besser zwei als gar keine. So, da ist er jetzt. Der ist, wie gesagt, eigentlich voll unnütz. Muss ich echt mal so sagen, weil der ist einfach viel zu groß. Muss selber mal gucken. Das ist so bescheuert, was wir eigentlich jetzt hier machen. Warte mal, ist der zu groß? Nee. Ah, der Platz hat er noch. Okay. So, noch einmal drehen. Unten seht ihr auf dem Boden diese kleine Markierung. Die zeigt euch an, wo ihr, wenn es der Haken ausgependelt ist, er pendelt sogar hier mit, die Anzeige, wo ihr ungefähr landet. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin zum allerersten Paletten, zum allerersten Baugerüst. Und lassen den mal jetzt hier richtig schön heruntergleiten. So.
Einmal aufnehmen und hoch das Ganze. So, und dann schwenken wir das. Also vorher soll vielleicht ein bisschen hochholen, aber es müsste eigentlich reichen. Dahin, wo es hin soll. Nämlich, einen Augenblick. So. Muss ich mal gucken, warte mal. Ach, hier war runter, genau. So. Da war drehen. So. Ich sag jetzt einfach nur anvisieren. Zack. Das macht, viele Sachen macht er aber auch automatisch. Also müsst ihr jetzt nicht die Bedenken haben. Ah, vorsichtig. Jetzt einmal schön zur Seite. Ja, denn so macht man das. Vorsicht! Ah, meine Kollegen lieben mich. Puff! Boah, scheiße, das ist ja nicht mein Haus. Sagt, das Pendeln ist natürlich... Zack! Ah, so schwingt man einen Kran. Sagt, immer so ein bisschen darauf achten, wo ihr hin wollt. Zack, hier. Bisschen auspendeln lassen und jetzt runter damit. Schnell, 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 schnell. Zack. Jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir nicht auf die markierten Bereich. Platzieren Sie Transportrahmen im markierten Bereich. Genau, auf die Wände, ja. Müssen wir mal kurz gucken. Wo sollen wir die hinmachen? Ach, hier hin. Okay. Die müssen nämlich alle einzeln, glaube ich, rausholen. Oder sind die schon so aufgeladen? Vielleicht sind sie auch schon so aufgeladen, das kann auch sein. Hoppala! Ja, stell dir mal vor, da steht jemand da oben, ey, auf den Wänden. Ja. Aber gleich. So, vielleicht mal kurz die Kameraperspektive ein bisschen wechseln. So, sehr schön. Ah, okay, als Ganzes. Später kommen auch Sachen dazu wie Wände und so, dann müsst ihr die einfach einzeln von A nach B bringen. Eieieiei. Oh. So, ja, nur 20 Tonnen oder so. Alter, soll ich den jetzt Fertigwände liefern? Das ist ja der hier. Soll ich den jetzt hier irgendwie so drehen? Ich krieg das schon irgendwie hin. Ey, Alter, das war gar nicht mal schlecht gewesen. Ah, siehst du, jetzt ausgepackt. Ja, wollte gerade sagen. Ich glaube, ich hätte dich mal so platzieren müssen. Das ist perfekt. Perfecto Matico. So, ja, jetzt muss das Ganze auspacken. Aber Freunde, ich würde sagen, das machen wir alles mal in der nächsten Folge. Wie gesagt, es soll jetzt die erste Mission ein bisschen ausgiebiger werden und ich muss mich ehrlich gesagt auch langsam mal so ein bisschen für die Arbeit fertig machen, weil wir sind immer noch im Bauabschnitt Nummer A. Denkt bitte daran, wir haben nämlich hier den Wandbau. Aber wenn einfach hier, guck mal, Transportrahmen entsichern. Da geht er jetzt hier hin. Das können wir noch gemeinsam machen, die Paletten. Und dann bauen wir die allesamt hier an. Hier genau das Gleiche. Glaube ich eigentlich.
Ah, nee, okay, das machen wir danach wahrscheinlich. Also jetzt hieven wir das gleich mit dem Kran nämlich raus, das ist das Coole. Also ja, das machen wir alles bei der nächsten Folge gemeinsam, das wird richtig cool. Da kommt auch das Dach dann zu, da machen wir uns einen richtig bunten. Freunde, wir sehen und hören uns, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, erstmal Kaffee machen, Pause, Feierabend, also Feierabend noch nicht, aber erstmal Käffchen trinken, vielleicht eine Zigarette schmökern. Ach, das ist herrlich, das Leben ist schön.